Morgen, morgen, morgen. Oh, ich bin echt der dümmste Mensch der Welt. Ich habe mir gerade mit meiner neuen Kaffeemaschine einen Kaffee gemacht und habe sie dann aber auch direkt ausgeschalten. Und anstatt meine Tasse wegzunehmen, habe ich erstmal dieses schöne Durchspülwasser in meinen Kaffee reingelassen. Naja, ich hoffe mal, er schmeckt trotzdem. So. Lasst euch nicht irritieren, es ist tatsächlich morgen. Ich habe nur jetzt mal in diese Richtung gefilmt und zwar ist das meine geile neue Zockerecke, auf die ich so mega stolz bin, dass ich mir dachte, da setze ich mich doch gleich direkt mal davor und diese coolen ganzen Lichteffekte, auf die stehen ja eh die meisten heutzutage. Also ich sowieso. Aber nee, es ist tatsächlich hell. Ich filme jetzt halt nur in die Richtung und durch dieses Licht schaut es so aus, als wäre es irgendwie abends oder sowas. Aber glaub mir, abends würde ich keinen Kaffee trinken und da hätte ich auch nicht so einen Bass in der Stimme. Naja, ja, also wir haben ja eigentlich ganz cool wieder umgeräumt. Ich habe auch wieder, das kennt ihr vielleicht noch von ein paar Videos von mir oder von den alten, von meinem alten Zimmer damals, von der alten Wohnung, meine, wie nennt man die nochmal? Oh Gott, ich bin echt noch viel zu verschlafen. Diese Schall. Okay, ihr denkt es euch bitte selber. Wieso nehme ich eigentlich jetzt auch das Video auf? Bin ich eigentlich völlig bescheuert? Ah nee, ich habe heute keine Zeit mehr. Ich habe irgendwie auch allgemein die letzte Woche, also ich habe so einen Freizeitstress, das ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe mich fragen teilweise wirklich Freunde, ob ich so abends mal Zeit habe, so ein, zwei Stunden FIFA oder sowas online zu spielen. Also so eine, für die, die es nicht kennen, eine Fußballsimulation über eine PlayStation. Nicht mal dazu komme ich irgendwie. Also es ist wirklich die ganze Zeit irgendwas anderes. Und ja, jetzt haben wir halt die letzten Tage hier auch, halt auch ein bisschen umgeräumt. Der Schreibtisch, der stand vorher, das seht ihr jetzt leider nicht diagonal der Wohnung. Wir haben hier so ein Riesenzimmer, also ein 70 Quadratmeter Wohnzimmer, in dem wir auch zum Beispiel den Esstisch hier, das hier mit reingepackt haben. Das kann man aber alles ganz gut trennen. Also es sieht echt gut aus, wahrscheinlich besser, als ich es gerade erzähle. Und davor hatte ich den Schreibtisch eben in der Ecke mit diesem, also hier links steht noch ein Kallax, das seht ihr jetzt leider auch nicht. Das stand auch direkt so daneben, dass es im Prinzip so ein geschlossener Raum war. Und direkt da war die Heizung plus Sonne. Und selbst im Winter, wenn ich da das Rollo offen hatte und die Sonne reingescheint hat, habe ich direkt angefangen zu schwitzen und konnte nicht mehr, auch wenn die Heizung aus war. Die Heizung da hinten konnte ich dann eh gar nicht benutzen, weil sonst bin ich da gar nicht mehr hingekommen und ich bin echt viel am Schreibtisch. Also zum einen arbeiten, zum anderen schneide ich hier natürlich auch die YouTube-Videos und mache meinen Social-Media-Bereich. Das ist jetzt natürlich hier. Also hier seht ihr jetzt, glaube ich, auch den iMac. Ich hoffe, er ist drauf. Wenn nicht, ist es auch wurscht. Jedenfalls, da schneide ich halt. Und das End vom Lied war, dass wir eigentlich immer das Rollo unten hatten, weil mir zu warm war und dadurch ist es aber auch abgedunkelt in der Wohnung. Also auch tagsüber, obwohl es eigentlich eine sehr helle Wohnung ist, da haben wir auch großen Wert drauf gelegt. Aber dieses eine Rollo, wenn dicht ist und der Kallax dann auch noch davor steht, der dann im Prinzip das komplette Licht in den Rest der Wohnung, also wo halt das komplette Licht verloren wird, das war halt doof. Deswegen haben wir hier ein bisschen umgestellt und haben das gemacht. Naja. Wie ihr vielleicht jetzt auch so ein bisschen an dem Bass in meiner Stimme hört, das hat nicht nur mit morgen zu tun, ich bin auch schon wieder krank. Es ist unfassbar. Also ich habe, glaube ich, echt durch dieses Drecks-Corona einfach überhaupt kein Immunsystem mehr. Also ich treffe ja nicht mal irgendjemanden. Ich bin ja im Prinzip relativ brav daheim. Die letzten Wochenenden habe ich gar nichts gemacht, außer mich so ein bisschen um meinen, ja, dass ich halt ein bisschen runterkomme, weniger Stress habe. Ich habe wirklich viel gechillt. Die letzten beiden Wochenenden hatte ich komplett frei. Da habe ich wirklich auch nur gezockt und nichts gemacht. Nichts. Also das sind auch das letzte Wochenende und dieses Wochenende sind auch die einzigen, ja, die beiden Samstage und die beiden Sonntage, wo ich wirklich sagen muss, da habe ich nichts gemacht. Das zählt dann nicht so ganz zu dem Freizeitstress, das ich am Anfang gesagt habe. Den habe ich echt unter der Woche und hatte ich auch davor mega. Aber diese zwei Wochenenden, die habe ich mir echt mal gegönnt und da habe ich nichts gemacht und das zähle ich dann auch nicht irgendwie so in meinen Alltag mit rein. Das hat echt mal gut getan. Vielleicht werde ich echt noch so eine Couch-Potato. Ich glaube, das werden meine Freunde hören, die lachen mich aus. Das könnten die gar nicht glauben. Weil eigentlich gelte ich da, glaube ich, eher als hyperaktiv. Also ich kann eigentlich keine 2 Sekunden ruhig bleiben. Aber gut, vor allem jetzt auch hier durch das neue Setup, wo ich halt mit
dem Zocken im Prinzip nur noch auf den Knopf drücken muss und nicht irgendwie quer durch die Wohnung ein Kabel verlegen, ein LAN-Kabel oder ein langes HDMI-Kabel so oft doof. Also ich hatte es in Anführungsstrichen davor alles nicht so gut eingerichtet. Es war zwar nicht schlecht, aber für ein paar Sachen, die ich machen wollte, ging es dann doch nicht. Und ja, naja, jedenfalls, ich bin schon wieder krank. Wir haben uns am Donnerstag vor einer Woche impfen lassen. Das sind jetzt dann 7, 8, 9, 10 Tage ist es her. Und am Mittwoch davor bin ich ein bisschen früher von der Arbeit gegangen. Ja, was heißt gegangen? Habe ich mich früher von der Arbeit ausgelockt, weil es mir nicht so gut ging. Und ich lag da auch flach. Und dann habe ich mir schon gedacht, oh Scheiße, soll ich mich eigentlich am Donnerstag wirklich impfen lassen? Und ja, dann war es so, dass ich am Morgen meinen Arzt halt angerufen habe, mit ihm gesprochen habe. Der hat dann gemeint, ja, er bekommt keine Impfstoffe mehr. Also er hat bestellt, was geht, aber er wird wahrscheinlich dieses Jahr nach dieser Impfung nichts mehr übrig haben, weil er natürlich auch genug Patienten hat, die er noch impfen muss. Und er hat einfach dann nichts mehr über. Er würde das dann anderweitig verwenden. Und ich soll mich doch impfen lassen. Da habe ich ihm halt von meinen Symptomen erzählt, dass es mir halt nicht so gut geht. Ich würde so sagen, es war so eine leichte Erkältung, die gerade zu so einer mittleren Erkältung geworden wäre. Dann muss ich auch gleich husten. Und ja, dann haben wir halt gesprochen und er hat dann auch sich so ein paar, ich glaube, oh Gott, ich lasse mich jetzt nicht lügen, so ein paar Studien auch durchgelesen oder sonstiges und hat dann gemeint, ja, ich soll mich impfen lassen. Das scheint anscheinend nicht so krasse Nebenwirkungen zu haben. Und ja, ich habe es dann gemacht. Ich war dann Donnerstag, Freitag, Montag, Dienstag krankgeschrieben. Also mich hat es komplett zerfetzt. Also schlimmer als die erste und die zweite Impfung. Ich war wirklich, also am Donnerstagabend hatte ich Schüttelfrost. Da bin ich wirklich ins Bett gegangen und habe gefroren wie schon echt lang nicht mehr. Dann Freitag hat mir der Arm so krass wehgetan. Also ich konnte nicht mal heben. Meine Freundin wollte mal, dass ich ihr so ein Glas, halb volles Glas Cola gebe. Und ich konnte halt das Glas nicht gescheit drüber heben. Und also das war echt heftig. Und das hat sich dann auch gezogen bis Dienstag. Dann diese Woche Mittwoch, Donnerstag ging es mir dann eigentlich wieder besser. Und am Freitag ging es dann schon wieder los, dass es mir schlechter ging. Und gestern auch den ganzen Tag so Erkältungserscheinungen, Kopfweh. Ich habe es auch an meinen Blutzuckerwerten gemerkt. Bei mir ist es ja so, das habe ich jetzt schon öfter erzählt, dass die dann eher bergab gehen als bergauf. Also ihr kennt es ja, wenn ihr krank seid, dann sind meistens die Blutzuckerwerte ziemlich weit oben und ihr braucht viel mehr Insulin. So kenne ich das zumindest von anderen und ich bin gefühlt der Einzige, bei dem ich es zumindest kenne. Ihr dürft mich auch gerne eines Besseren belehren. Vielleicht habt ihr ja auch solche, die genau diese Symptome. Da fällt halt der Blutzucker, Wert. Und gestern war das schon echt, ja, ganz krass. Ich habe dann auch Ibuprofen genommen, dann ging es mir wieder besser. Und ja, die Nacht habe ich dann irgendwie auch nicht so gut geschlafen. Also irgendwie ist schon wieder irgendwas. Es ist jetzt nichts Schlimmes, dass ich sagen würde, boah, ich kann gar nichts machen. Ich kann auch morgen ohne Probleme arbeiten. Ich kann heute ohne Probleme einen Vlog aufnehmen. Das jetzt nicht, aber so ganz hundertprozentig gut geht es mir halt irgendwie echt nicht. Und ich habe heute auch echt schon einen grünen Schleim rausgerotzt, um mal so richtig eklig zu sein. Aber ich würde schlecht werden, wenn ihr das gesehen hättet. Meine Blutzuckerwerte sind echt super. Obwohl ich, wie gesagt, in letzter Zeit unter der Woche aufgrund von Stress irgendwie keinen Sport gemacht habe und am Wochenende auch das wirklich mal komplett ausgelassen habe. Das ist für mich mega untypisch, weil es gab, glaube ich, in den letzten 20 Jahren kaum Tage, wo ich keinen Sport gemacht habe, so ungefähr. Okay, das war jetzt ein bisschen übertrieben, weil ich war ja auch krank und hatte meine Urlaubstage etc. Ich wollte damit nur sagen, dass wenn ich eigentlich so Tage habe, wo ich mal nichts vorhabe, dass ich da keinen Sport mache, das ist fast schon, ja, also das achte Weltwunder, will ich jetzt nicht sagen, aber ja, es ist echt schon, ja, krass, dass ich da dann echt keinen Sport gemacht habe. Aber ansonsten also meine Blutzuckerwerte sind top. Ich habe ein paar Spitzen zurzeit drin, die halt kommen, wenn ich irgendwie zu viel Kohlenhydrate esse. Was heißt bei mir zu viel Kohlenhydrate? Das heißt zurzeit 8 BE, 9 BE. Ich spritze da auch ein bisschen mehr. Ich schaue ja, wie ihr es aus meinen anderen Videos kennt, eigentlich immer, dass ich beim Mittagessen zwischen 5 bis maximal 7 BE bin. Also das ist so das Maximum, so 5, 6, 7. Höher will ich eigentlich nicht gehen. Top ist 3, 4, das ist super. 5, 6 kriege ich auch noch super unter Kontrolle. 7 BE auch noch gut. Da wird es dann aber schon etwas schwieriger.
Und ab 8 ist es eigentlich so, dass ich immer eine Spitze bekomme. Und ich habe in letzter Zeit so Phasen, wo ich ernähre mich immer noch sehr gesund, also das soll jetzt nicht irgendwie falsch klingen, aber ich habe ab und zu, habe ich mal so das Bedürfnis, wir gehen auch viel spazieren. Ich weiß nicht, ob das als Sport dazu zählt, aber wenn wir 1,5 Stunden spazieren gehen, dann vielleicht sollte ich das dazu sagen, dass das vielleicht noch Sport war. Ja, ist ja auch egal. Jedenfalls. Da merke ich irgendwie, also ich habe so das Gefühl, dass mir mein Körper sagt, dass ich mehr Kohlenhydrate brauche. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie Einbildung ist, aber ich habe mir halt dann auch manchmal 100 oder 125 Gramm Nudeln gemacht, je nachdem, wie viel Kohlenhydrate sie haben oder welche Nudeln ich gegessen habe. Ich esse zurzeit sehr gerne diese rote Linsennudeln, also die habe ich gerade für mich entdeckt. Komme ich gleich nochmal drauf, nachdem ich jetzt von meinen Zuckerwerten gesprochen habe. Also ein paar Spitzen habe ich. Ansonsten eigentlich super. Wir haben gestern Abend, war ich dann noch bei meinen Eltern eingeladen. Wir haben uns das Topspiel angeschaut, Bayern gegen Dortmund, Fußball. Und haben Sushi bestellt. Also was heißt Sushi? Wir haben thailändisch bestellt. Und ich hatte ausnahmsweise mal keinen Bock auf Sushi, sondern mal seit ganz langer Zeit wieder auf ein Thai Curry. Auf ein rotes habe ich mir bestellt mit Rindfleisch. Hat auch super geschmeckt. Aber ich will nicht wissen, was die ins Thai Curry reinhauen. Also es ist mir wirklich ein Rätsel. Die müssen da, keine Ahnung, 500 Kilo Zucker, 700 Kilo braunen Zucker und dann wahrscheinlich noch 2 Tonnen Glutamat oder so ein Scheiß. Es ist unglaublich. Ich kann Thai Curry nicht essen. Das ist wirklich bei mir absolut das Schlimmste neben Haferflocken. Das sind meine zwei Killer. Also das ist wirklich so krass. Ich esse dieses Thai Curry, es ist eine normale Reisportion. Ich hätte gesagt, so roh war der Reis maximal 100 Gramm. Also das ist eigentlich schon relativ viel, kriege ich unter Kontrolle auch abends. Muss ich dazu sagen, ich musste mehr spritzen, weil der Thai Curry Man erst gegen, ich glaube, 19:30 Uhr gekommen ist, also 1,5 Stunden, nachdem wir bestellt haben. Das ist auch untypisch, aber wir haben uns das dann so erklärt, dass es eben am Bayern-Spiel lag. Sehr spät gegessen und brutal. Also wirklich brutal. Ich war dann gestern bis um 1:30 Uhr wach, lag aber jetzt nicht daran, sondern ich gehe normalerweise immer zwischen 11:12 Uhr ins Bett und gestern war wirklich das ist seit ganz langer Zeit auch das erste Mal, dass ich bis um 1:30 Uhr wach war, weil ich gezockt habe. Also ich kam mir echt vor wie so ein Nerd, das hatte ich schon echt lange nicht mehr. Und ja, also der Wahnsinn. Und ich habe wirklich bis dahin eigentlich immer wieder aufs Handy geschaut und habe, also ich glaube, ich habe um 9 nach, also ich habe ganz normal um halb acht gespritzt. Dann habe ich eine Viertelstunde gewartet, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, weil ich so Hunger hatte. Normalerweise hätte ich wahrscheinlich eine halbe, dreiviertel Stunde warten müssen. Aber meine Werte waren eh schon relativ weit unten. Also ich glaube, ich war unter 100 und habe da drauf gespritzt. Deswegen habe ich nur eine Viertelstunde gewartet. Dann habe ich um 9 gespritzt, dann um 10:30, um 12 und um 13:30, damit ich diese Scheißwerte unter Kontrolle bekomme. Und ich habe wirklich viel gespritzt. Ich habe wirklich, keine Ahnung, ich habe mir wahrscheinlich zwei neue Stifte aus dem Kühlschrank holen müssen. Nee, also ich habe wirklich, ich glaube, es waren insgesamt, lass mich ganz kurz rechnen. Als es gekommen ist, habe ich 10 gespritzt. 14. 18. Ich glaube, es waren 22 Einheiten. Ich muss nochmal danach gucken. Es waren, glaube ich, 22 Einheiten. Das ist unfassbar viel. Und ich bin aber heute Morgen auch dann bei 110 aufgewacht. Also ich bin dann wirklich um 1:30 Uhr, Gott sei Dank, nach unten. Ich war dann auch viel zu müde. Ich habe da nichts mehr auf die Reihe bekommen. War da aber Gott sei Dank unten. War dann super. Naja, also Blutzuckerwerte super. Sowas wie gestern, das kommt bei mir eigentlich selten vor. Das war halt mal wirklich so eine Einladung meiner Eltern plus Bayern-Spiel und sonstiges. Ich habe mich aber auch, wie gesagt, darauf eingestellt, dass meine Werte hochgehen. Gott sei Dank war ich dann auch so lange wach, weil ich glaube, wenn ich um 11 oder so eingeschlafen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich durchgepennt. Das wäre echt doof gewesen. Aber so habe ich das Gott sei Dank ja, wirklich unter Kontrolle bekommen. Gut, dann. Mein Gott, mit dem Freestyle Libre 3 bin ich mega zufrieden. Ich hatte jetzt halt, ich weiß nicht, ob ich das im letzten Vlog erzählt habe. Morgen muss ich wieder wechseln. Das heißt, ich habe ihn jetzt seit fast 14 Tagen dran. Ich liebe das Teil wirklich. Also,
Ich merke nicht mal mehr, dass ich es dran habe. Ich muss teilweise suchen, an welchem Arm ich es habe, weil ich mich nicht mehr erinnern kann, wo ich den reingeballert habe. Es ist so geil. Also, ich muss weder mit dem Handtuch noch mit dem Pulli aufpassen. Ich bin nie irgendwo bisher dagegen gerannt. Diese Größe ist super. Egal, bevor ich jetzt wieder hier auf Lobeshymnen komme, was ganz cool war. Vor 2 Wochen hatte ich dann aber meinen ersten defekten Freestyle Libre 3. Ich meine, gut, sowas wird immer mal vorkommen. Der hat keinen Empfang gehabt. Also ich hatte da einen Signalverlust und den habe ich auch nicht bereinigt bekommen. Also er hat irgendwie nicht kommunizieren können. Ich schätze mal, dass irgendwie dieser Chip vom Bluetooth oder sowas kaputt war. Und ja, ich habe dann bei Avid eigentlich angerufen. Das ging dann relativ schnell. Ich hatte eine ganz, ganz nette junge Dame dran, die hat dann gemeint, ja. Also wir haben dann natürlich so dieses Übliche, was sie wahrscheinlich eh mit mir durcharbeiten muss, durchgemacht, dass ich mal in die App schaue, dass ich mal neu starte, habe ich alles gemacht, hat natürlich nicht funktioniert. Also ich habe ihr dann auch gesagt, dass ich ein bisschen Erfahrung so in der Richtung IT habe und dass das Ding einfach halt defekt ist. Und das hat sie dann auch relativ schnell gemerkt und hat mir dann auch schnell ein Austauschprodukt geschickt. Ich habe mir dann einen neuen gesetzt, weil ich noch welche da hatte. Das war auch kein Problem und kam relativ schnell, also am nächsten Tag war das tatsächlich da. Also ich war völlig baff und ich habe dann auch diese Packung bekommen, wo ich den alten dann zurückschicken muss. Ich hatte den auch, dann auch aufgehoben. Ist immer wieder relativ cool. Also man muss das wirklich in zwei so ja, geschützte Plastikbeutel stecken. Die klebt man dann zu. Dann steckt man das in den zweiten geschützten Plastikbeutel und dann rein ab in die Post. Und ich musste dann eh noch ein Paket. Oh, Entschuldigung. Das ist der Kaffee. Ich musste dann eh noch ein Paket bei der Post abholen und dann habe ich das gleich abgegeben und habe es dann wieder zurückbekommen. Und dann hat das eigentlich alles gepasst. Also, das war eigentlich wirklich top. Und das war es, glaube ich, eigentlich auch schon von meiner Woche. Ich schaue mal, ob ich mir zufälligerweise irgendwas aufgeschrieben habe, aber habe ich nicht. Ja, war's. Schön. Cool. Wetter ist schön. Blumen sind schön. Nee, Wetter ist eigentlich echt. Gerade fängt es an zu schneien bei uns. Ich bin ganz froh drum. Ich bin ja nicht so der Sommertyp. Ich hoffe nur, dass das kein 5 Meter hoher Schnee wird. Ansonsten, am Dienstag kommen meine Dia-News und die werden richtig cool, werden auch richtig lang. Also ich glaube, ich habe wirklich noch nie so lange an dem Skript für die Dia-News geschrieben. Da könnt ihr euch wirklich mega drauf freuen. Das ist sehr, sehr interessant. Und dann kommen noch ein paar neue Videos von Fidels Kochkünsten. Der hat auch einige neue coole Rezepte, die er jetzt hat in kleine Shorts verpackt. Die sind auch relativ cool und dann geht es eigentlich auch schon weiter. Ich habe ja jetzt auch schon dafür geübt. Ich werde morgen wahrscheinlich den Tag eines Diabetikers endlich filmen. Das habe ich mir jetzt halt ja schon sehr, sehr lange vorgenommen, das Video zu machen und morgen ist es soweit. Habe auch schon ein paar Planungen, wie ich dann am Morgen meine Kamera aufstelle. Also wenn ihr am Morgen Gefluche hört, denkt euch nichts. Ich mache wirklich direkt, bevor ich noch bevor ich aufgewacht bin, mache ich die Kamera an. Also es wird echt wird ein Spaß für euch und für mich wahrscheinlich auch. Ansonsten, ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Wir hören uns nächste Woche und bleibt gesund. Tschüss.